Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Kindergottesdienstküche online. Heute mit Andrea und Reinhard und die haben was ganz Tolles für euch vorbereitet. Aber schaut selbst, viel Spaß! Hallo Lucy! Hallo Xaver! Schön dich zu sehen! Du, mir fällt gerade auf, wir haben uns schon ewige Zeiten nicht mehr gesehen. Ja, ich konnte die letzten Male nicht kommen. Aber stell dir vor, der Hannes war ja da. Oh, der ist leider krank heute. Aber weißt du, was der mir erzählt hat? Der hat mir erzählt, im letzten Kleinkindergottesdienst hat die Hilde gesagt, wir gehen in diesem Jahr auf Gottes Spuren im Kleinkindergottesdienst. Und da habe ich überlegt, das ist bestimmt ganz arg spannend und ich bin ganz gespannt, wo diese Spuren heute hinführen. Boah, schau mal da hinten, da kommt Andrea und Reinhard und die machen mit uns bestimmt heute den Kleinkindergottesdienst und die werden uns sicherlich erzählen, wo Gottes Spuren uns heute hinführen. Oh ja, dann setzen wir uns jetzt gleich hin und warten, wie es weitergeht. Hallo liebe Kinder, wir freuen uns, dass Reinhard, Lucy, Xaver und ich heute mit euch gemeinsam den Kleinkindergottesdienst feiern dürfen. Zunächst zünde ich die Kerze an, als Zeichen dafür, dass Gott in unserer Mitte ist. Dann beginnen wir unseren Kleinkindergottesdienst wie immer mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn singen wir das Lied Einfach spitze, dass du da bist. Gewohnt sind, zu Beginn unseres Kleinkindergottesdienstes möchten wir ein Gebet, einen Dank an Gott sprechen. Lieber Vater, danke, dass wir heute wieder zusammen sein dürfen, Kleinkindergottesdienst zu feiern. Wir dürfen erfahren, was Gottes Spuren sind. Wir möchten diesen Spuren folgen dürfen. Wir möchten aufmerksam sein und zu sehen, wo sie uns hinführen und was wir daraus lernen können. Es gab vor langer Zeit eine Stadt, die hieß Ninive. Die Menschen, die in Ninive lebten, waren gemein und böse zueinander. Gott bat deshalb Jona, in diese Stadt zu gehen und den Menschen zu sagen, sie sollen netter zueinander sein. Sonst würde Gott sie bestrafen und die Stadt kaputt machen. Aber Jona hörte nicht auf Gott, sondern lief genau in die andere Richtung ans Meer. Dort flüchtete er
auf ein großes Schiff. Er dachte nicht mehr an Gottes Auftrag und schlief auf dem Schiff ein. Das Schiff verließ mit dem schlafenden Jona den Hafen und fuhr aufs Meer hinauf. Da fing ein fürchterlicher Sturm an zu toben und die Seeleute hatten schreckliche Angst um ihr Leben. Jona wachte vom Heulen des Windes auf und ihm wurde klar, dass Gott den Sturm geschickt hatte, weil er nicht auf Gott gehört hat. Um die Seeleute zu retten, opferte sich Jona und befahl den Seeleuten, sie sollten ihn über Bord ins Meer werfen. Der Sturm endete sofort. Jona aber konnte nicht schwimmen und versank im Meer. Trotzdem ertrank Jona nicht. Denn ein riesiger Wal tauchte im Wasser auf und verschluckte Jona. Im großen und dunklen Bauch des Wales überlebte Jona und saß dort 3 Tage und 3 Nächte. In dieser Zeit dachte Jona über sein Verhalten nach und dankte Gott dafür, dass er noch am Leben war. Da befahl Gott dem Wal, ans Land zu schwimmen und Jona auszuspucken. Jona lief auf dem schnellsten Weg in die Stadt Ninive, um den Menschen dort Gottes Nachricht weiterzugeben. Jona erzählte den Menschen, wie er nicht auf Gott hören wollte, Gott ihm aber verzieh und ihn gerettet hat. Die Bewohner von Ninive waren sehr beeindruckt und änderten ihr Verhalten tatsächlich. Von nun an kümmerten sie sich umeinander, sorgten sich um die anderen, halfen sich gegenseitig und teilten miteinander. So, liebe Kinder, nach der Geschichte vom Jona und dem Wal singen wir jetzt miteinander das Lied Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. Xaver, wenn ich mir das vorstelle, ich finde es so, ja, in diesem Walbauch, da war es bestimmt ganz eklig und kalt und dunkel und nichts zu essen und nichts zu trinken und ich mag mir das gar nicht vorstellen. Wie fandest du das denn?
Es macht schon Angst, Lucy. Aber wenn ich daran denke, die Seeleute, die haben jetzt Jona ins Meer geworfen. Er muss große Angst gehabt haben. Bei Nacht ins Meer geworfen. Und dann dieser Sturm. Er wusste, woher der Sturm kam, was die Gründe für diesen Sturm waren. Und dann kam dieser Wal. Und der hat Jona gerettet. Und Jona wurde da bewusst, Gott ist bei mir. Gott lässt mich nicht allein. Ich muss keine Angst haben. Er beschützt mich. Er gibt mir Sicherheit. Er hilft mir. Und ich glaube, dass dies Jona sehr viel Mut gemacht hat, Kraft zu wissen, Gott ist bei ihm. Und das kann auch uns doch helfen, wo wir heute wieder gemerkt haben, mit Gottes Spuren, Gott ist bei uns. Ja, Xaver, mit dem, was du gesagt hast, da hast du natürlich völlig recht. Jona wusste, dass er nicht auf Gott gehört hat, dass er nicht gehorcht hat und dass er quasi schuld an dem Sturm war. Trotzdem hat Gott ihn nicht allein gelassen. Er hat ihn gerettet. Ja, und somit hat Gott wieder eine Spur hinterlassen, an die wir alle glauben können. Diese Spur soll uns auch durch die kommende Woche tragen. Dafür wollen wir beten. Guter Gott, schenk uns für die nächste Woche, so wie Jona, Kraft, Zuversicht, Mut. Öffne unsere Ohren, dass wir auf dich hören. Und so kommen wir voll Vertrauen bis zum nächsten Kindergottesdienst durch die Zeit. Amen. Nun wollen wir zum Schluss des Kleinkindergottesdienstes gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Das war's auch schon wieder für heute. Lucy wartet in der großen Kirche am Taufbecken auf euch und hat so kleine Säckchen für euch vorbereitet. In denen könnt ihr eure Kugeln sammeln, die es jetzt jedes Mal nach jedem Kindergottesdienst gibt. Wir sehen uns hier in 2 Wochen wieder. Auch wieder online, denn wir haben uns dazu entschlossen, bis Ostern die Kindergottesdienste online durchzuführen. Wir sagen bis dahin Tschüss, euer Kleinkindergottesdienst-Team von Föhringen.